Good morning, saints. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Heiligen. This is a weekend of revival. Das ist ein Wochenende der Erweckung. What do we need? Was brauchen wir, um Erweckung zu haben? What do we need? Was brauchen wir? Holy Spirit. The Holy Spirit. Den Heiligen Geist. And the Holy Spirit has to influence me, but especially the translator. Also der Heilige Geist muss mich beeinflussen, aber natürlich auch die Übersetzung. And all of you. Und natürlich euch alle. So that you're wide awake. So dass ihr wirklich wach seid. But that's not all. Aber das ist nicht alles. And we have prayed. I've heard many prayers. We have a silent prayer. Wir haben gebetet. Wir haben das stille Gebet gehabt. So I assume that you all prayed for the outpouring of the Holy Spirit. So ich denke, ihr habt alle für die Ausgießung des Heiligen Geistes gebetet schon. But a revival is not successful unless you have a reformation. Aber eine Erweckung wird niemals erfolgreich sein, wenn man nicht auch eine Reformation hat. Otherwise we are just on a spiritual high. Sonst haben wir nur einen geistlichen Höhepunkt. And Sunday, Monday, Tuesday we come down. Und dann Sonntag, Montag, Dienstag sind wir schon wieder unten im Tal. And so I believe that the Holy Spirit has something special for us. Ich glaube, der Heilige Geist hat etwas ganz Besonderes für uns. Especially what he has for the remnant. Etwas, was er ganz besonders für die Übrigen vorbereitet hat. And so it is a privilege for me to be here. Es ist also ein großes Vorrecht für mich, heute hier zu sein. I've preached in Holland. Ich habe in Holland gepredigt. In Italy. In Italien. In other countries. In anderen Ländern. But this is the first time in Germany. Aber das ist mein allererstes Mal, dass ich in Deutschland predigen darf. The country of the Reformation. Das Land der Reformation. Amen. Amen. At least I hear one amen. Also wenigstens einer hat Amen gerufen. And so, yesterday, many of you were not here yet. Gestern, einige von euch waren ja nicht da gewesen gestern Abend. We spoke about the remnant and the uniqueness of the remnant. Da haben wir über die Übrigen gesprochen und über die Einzigartigkeit der Übrigen. In the history of the Christian Church. So wie sie sich das in der Geschichte der Christenheit dargestellt hat. And the remnant are the people who follow the truth. Die Übrigen, haben wir gesehen, sind das Volk, das der Wahrheit folgt. Whenever you have an apostasy, wann immer es einen Abfall gibt, then there comes a revival and a remnant continues. Gibt es immer eine Erweckung auch und dadurch entsteht eine Gruppe von Übrigen, die dann fortbesteht. Especially of course here in 1517. Vor allem hatten wir es natürlich hier im Jahre 1517 about Luther, mit Martin Luther. And then in Switzerland you had Zwingli. Und in der Schweiz hatten wir Zwingli. And a later generation you had it in Switzerland Calvin. Und eine spätere Generation in der Schweiz dann Calvin. And all of them experienced a revival and a reformation. Und sie alle erlebten eine Erweckung und Reformation. There was a church that had the dominance and it was completely gone from scripture. Es gab eine Kirche, die hatte die Dominanz und hatte sich aber völlig von der Bibel entfernt. And it was the reformers that God selected. Und es waren die Reformatoren, die Gott ausgewählt hat. Humble individuals, ganz demütige Menschen, who had one goal in life, die im Leben ein einziges Ziel hatten, follow the light, dem Licht zu folgen, follow the Bible, der Bibel zu folgen, and the Bible only, und der Bibel allein. But we saw also yesterday that the Reformation stagnated. Wir haben aber auch gesehen gestern, dass die Reformation ins Stottern, in die Stagnation geraten ist. You get the Protestant scholasticism. Wir haben gesehen, wie der protestantische, ja, die Scholastik, das Gelehrtentum aufgekommen ist. Instead of studying the Bible, they study the reformers' writings. Statt die Bibel weiter zu studieren, hat man jetzt die Schriften der Reformatoren studiert. And so what had the Lord to do? Was musste der Herr also tun? In the book of Revelation, you see the apostasy. In der Offenbarung sehen wir vorhergesagt den Abfall. The seals. Wir sehen dort die Siegel. The white horse. Wir sehen das weiße Pferd. The red horse. Das rote Pferd. The dark horse. Das schwarze Pferd. The pale horse. Das fahle Pferd. Death and Hades. Tod und Hades, die ihm folgen. Great persecution. Große Verfolgungen. Many martyrs. Viele Märtyrer. They called upon the Lord. Lord, avenge. Und sie rufen zum Herr: Herr, räche uns.
And the Lord said, okay. Und der Herr sagt, okay. A little bit more need to be killed. Es müssen noch einige mehr getötet werden. And then, und dann, I will come. Werde ich kommen. And then specially signs, very unique, three signs. Und dann gab es drei ganz besondere Zeichen. The earthquake, das Erdbeben, the dark day, der schwarze Tag, and the falling of the stars. Und der Sternenfall. The same time, the deadly wound. Zur gleichen Zeit die tödliche Wunde. The French Revolution. Die französische Revolution. All of those stimulated again the study of the Bible. All das hat ein erneutes Bibelstudium stimuliert. Many people all over the world were studying Daniel chapter 8. Auf der ganzen Welt haben viele Menschen Daniel Kapitel 8 studiert. Because they were sure that chapter 7 had been fulfilled, the 1260 years. Denn sie waren sich sicher, dass die 1260 Jahre in Daniel 7 sich jetzt erfüllt hatten. And this was an experience all over Christianity. Und das war eine Erfahrung in der ganzen Christenheit. And now, as a result of this revival, und nun als Resultat dieser Erweckung, you get the Advent movement. Kam die Adventbewegung ins Licht. That great scholars all over the world, große Gelehrte auf der ganzen Welt, even here in Germany, Bengel, hier auch in Deutschland, der Bengel zum Beispiel. He predicted the end of the 2300 days in 1836. Er sagte das Ende der 2300 Jahre auf 1836 voraus. But nothing happened. Aber nichts passierte. But 1843 and 1844 was the center. Aber die meisten konzentrierten sich vor allem auf die Daten 1843 und 1844. What did people believe? Was haben die Menschen geglaubt? Ah, the beginning of the millennium. Ah, sie glaubten, dass das Millennium beginnen würde. The Islam being removed from the Middle East. Oder dass der Islam vom Nahen Osten entfernt würde. The Jews go back to Palestine. Dass die Juden vielleicht zurück nach Palästina gehen würden. Catholicism would be this eliminated. Dass der Katholizismus vielleicht eliminiert werden würde. All of those interesting interpretations. Ganz viele interessante Interpretationen gab es da. But. Aber. God chose one in America. Gott wählte jemanden in Amerika aus, who focused specifically on Jesus Christ. Der sich ganz besonders auf Jesus konzentrierte. William Miller. William Miller. He studied this very carefully. Er hatte sehr sorgfältig studiert. After 2 years, he discovered that it ended in 1843. Nach zwei Jahren hat er herausgefunden, dass Jesus um 1843 wiederkommen müsste. But he wanted to be sure. Aber er wollte sicher sein. He took another 18 years. Er hat sich noch einmal 18 Jahre Zeit genommen. And according to the best light from scripture, und gemäß des besten Lichtes, das er aus der Bibel finden konnte, Christ would come in 1843. So dachte er, würde Jesus 1843 wiederkommen. Now let us see here what the expectation was. Lasst uns hier mal anschauen, was die Erwartung genau gewesen ist. In the autumn of 1844. Für den Herbst 1844. You see here, Christ comes out of the most holy place of heaven, out of sanctuary, to return to earth to cleanse the sanctuary on the 10th day of the 7th month. Man erwartete, dass Christus 1844 aus dem Allerheiligsten aus dem Himmel auf die Erde kommen würde, um das Heiligtum, also die Erde, am 10. Tag des 7. Monats, also im Oktober, zu reinigen. Now some believe that he would go into the most holy place. Einige glaubten auch, er würde in das Allerheiligste gehen. But that was not the majority. Aber das war nicht die Mehrheit. And so this was the expectation. Das war also die Erwartung. Now let us now go to some people who had that experience. Lasst uns jetzt einige Menschen betrachten, die diese Erfahrung gemacht haben. Here is Hiram Edson. Hier haben wir Hiram Edson. And this is what he said. Und er hat Folgendes gesagt: Wir hatten uns große Erwartungen gesteckt und so warteten wir auf das Kommen unseres Herrn bis 24 Uhr. Doch der Tag verging und unsere Enttäuschung war schwer. Unsere schönsten Hoffnungen und Erwartungen waren verblasst und es überkam uns solche Trauer, wie wir sie noch nie vorher erlebt hatten. Es schien, als ob der Verlust aller irdischen Freude kein Vergleich dazu wäre. Wir weinten und weinten bis zum Morgengrauen. Now we have had disappointments in our lives. Auch wir haben schon Enttäuschungen in unserem Leben erlebt. But did you cry from midnight to morning? Aber hast du schon mal von Mitternacht bis zum Morgenanbruch geweint?
See, this is very unique. Das ist ziemlich einzigartig. Because they had their hopes on the Bible. Sie hatten ihre Hoffnung auf die Bibel gesetzt. And the sanctuary, everybody believed was the earth. Und so gut wie jeder glaubte, dass das Heiligtum ja die Erde ist. And it didn't work out. Und es hat sich nicht ereignet. And so this was tragic. Das war sehr tragisch. Now new questions came up. Jetzt kamen neue Fragen in den Fokus. Why did Jesus not come out of the most holy place? Warum kam Jesus nicht aus dem Allerheiligsten auf die Erde zurück? Because many believe that at the resurrection Christ went into the most holy place, beginning the atonement and then coming out of the most holy place at the end of the 2300 days. Denn die allermeisten glaubten, dass Jesus direkt nach seiner Himmelfahrt in das Allerheiligste gegangen war, um dort das Versöhnungswerk weiterzuführen und dann von dort auf die Erde zurückzukommen, 1844. What could be the reason for the delay? Was könnte der Grund sein für diese Verzögerung? Could Christ have something else to do? Hat Jesus vielleicht noch irgendwas anderes zu tun? Did the 2300 years end in October 22? Man fragte sich auch, ob die 2300 Jahre wirklich am 22. Oktober geendet haben. What is the meaning of the cleansing of the sanctuary if the period ended in 1844? Und was bedeutet dann die Reinigung des Heiligtums, wenn diese Zeitperiode wirklich im Oktober 1844 endete? Now keep in mind, all Christians were disappointed. Also erinnert euch, alle Christen waren enttäuscht. Not specifically on October. Nicht jetzt ganz besonders im Oktober. But 1843, 1844, 1845, 46. Whatever. Aber in dieser Zeitperiode 1843 bis 46. And no one had it right. Und niemand aus irgendeiner Kirche hatte eine korrekte Ansicht. If you go to a dictionary or on church history, the Adventists get the blame. Wenn man jetzt ein Geschichtsbuch anschaut, dann werden die Adventisten beschuldigt. But we didn't write the history books. Aber wir haben ja die Geschichtsbücher nicht geschrieben. The other churches did. Viele andere Kirchen haben daran geschrieben. And they saw us as a sect. Sie haben uns vielleicht als eine Sekte bezeichnet. And so we became a summum of speculation. Und so what? We became top of speculation of prophecy. Ja, also wir, man hat uns quasi bezeichnet als Leute, die über Prophetie spekulieren. But keep in mind, all of those expositors were mistaken. Aber erinnert euch daran, alle Ausleger der Prophetie, egal welcher Kirche, waren alle, lagen alle daneben. And so the new light now that Jesus gave was a revelation of his final ministry. Das neue Licht, das Jesus jetzt gab, war eine Offenbarung seines letzten Dienstes. And so the remnant who remained truth had the answer. Die übrigen, die treu blieben, bekamen jetzt die Antwort. How did we receive that insight? Wie haben wir diese Einsicht gewonnen? Here is the solution to the disappointment. Hier ist die Lösung für die Enttäuschung. That was the early morning experience of Hiram Edson. Am frühen Morgen erlebte Hiram Edson Folgendes. Es stellte sich bei mir das Gefühl ein, dass es Licht und Hilfe für uns in unserer Notlage gab. Ich sagte zu einigen unserer Freunde, lasst uns zur Scheune gehen. Wir traten ein, schlossen die Türen und beugten uns vor dem Herrn. Wir beteten ernstlich, denn wir spürten unser Bedürfnis. A prayer meeting was the answer. Eine Gebetsversammlung war die Antwort. And so, und so continue. Heißt es hier, wir beteten ernstlich, bis wir das Zeugnis des Geistes erhielten, dass unser Gebet erhört wurde, dass Licht gegeben werden sollte und unsere Enttäuschung deutlich und zufriedenstellend erklärt werden sollte. Now what is so unique in this prayer meeting? Was ist so außergewöhnlich an dieser Gebetsversammlung? They prayed and prayed. Sie beteten und beteten. How long? Wie lange? Until they had the assurance. Bis sie eine Gewissheit hatten, their prayer will be answered. Dass ihr Gebet beantwortet werden würde. How is it in many of our prayer meetings? Wie ist es in unseren Gebetsversammlungen? We shoot a prayer to heaven. Wir sollten zum Himmel beten. And we hope for the best. Aber wir beten zum Himmel und wir hoffen mal das Beste. But I think it is better to kneel and lean and lean until we get the assurance of the Holy Spirit. Aber ich glaube, es ist besser, dass wir knien, bis wir die Gewissheit des Heiligen Geistes haben. And that's what happened here. Und das ist, was hier passiert ist. And so, new light on the sanctuary. So kam neues Licht über das Heiligtum.
Es heißt, der Himmel schien offen und ich sah deutlich und klar, dass unser Hohepriester anstatt am 10. Tag des 7. Monats, also im Oktober, am Ende der 2300 Tage aus dem Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums auf diese Erde zu kommen, er an diesem Tag zum ersten Mal die zweite Abteilung dieses Heiligtums betrat und dass er ein Werk im Allerheiligsten zu verrichten hatte, bevor er auf diese Erde kommen konnte. Now remember, there were a few people who believed that he would go into the most holy place. Erinnert euch, es gab einige wenige Menschen, die schon geglaubt hatten, dass Jesus ins Allerheiligste gehen müsste. But not the vast majority. Aber nicht die große Mehrheit. And here then Harry Metzing had the impression that it is inside. Und hier hat Harry Metzing jetzt diesen starken Eindruck gehabt, dass Jesus in Wirklichkeit hineingegangen ist. Now, where is it in the Bible? Nun, wo ist das in der Bibel? You can see many things. Man kann ja sich viele Dinge vorstellen und sehen. We can have dreams, visions. Man kann ja Träume und Visionen haben. But what does the Bible say? Aber was sagt die Bibel? And so, 2 years later, 2 Jahre später, Spirit of Prophecy had a vision. Gab es eine Vision für den Geist der Weissagung. Here it is. Hier lesen wir. Der Herr zeigte mir in der Vision vor mehr als einem Jahr, dass Bruder Crozier das wahre Licht über die Reinigung des Heiligtums etc. hatte und dass es sein Wille war, dass Bruder Crozier die Sichtweise, die er uns in der Sonderausgabe des Daystar vom 7. Februar 1846 gegeben hatte, ausarbeiten solle. Ich fühle mich vom Herrn dazu bevollmächtigt, diese Sonderausgabe jedem Heiligen zu empfehlen. Now the Lord could give Helen White a vision. Der Herr hätte Ellen White ja persönlich direkt eine Vision geben können. With all the Bible texts. Mit allen Bibeltexten. He did not. Aber das hat er nicht getan. Now who was Crozier? Wer war Crozier? Brother Edson's had a boarder in his house. That was Brother Crozier. Boarder. Yeah, somebody who stayed. Ja, der Bruder Edson hatte jemanden, der gerade bei ihm zur Miete quasi wohnte für eine Zeit lang. Und das war der O.R.L. Crozier. A young man. Ein junger Mann. And he was a Bible student. Und jemand, der wirklich die Bibel studierte. And there was a doctor, Dr. Hahn. Und da gab es noch einen Doktor, sein Name war Dr. Hahn. And those three, Edson, Hahn and Crozier, die drei, Edson, Hahn und Crozier, studied for over a year. Die haben über ein Jahr lang gemeinsam studiert. What does it mean? Christ went in the most holy place. Was bedeutet das? Jesus ging in das Allerheiligste. And so it was an intensive study of the sanctuary. Es war also eine ganz intensive ein intensives Studium des Heiligtums. And then he reproduced it. Und hier ist was sie produziert haben. That's the article. Das ist genau der Artikel, von dem sie sprach. It is many many pages. Der hat viele Seiten. And it's not easy to read. Gar nicht so einfach zu lesen. I read it over 40 times. Ich habe es über 40 Mal gelesen. And I think I understand it now. Und ich glaube, jetzt habe ich so ungefähr verstanden, was sie sagen wollten. Text after text after text after text. Das ist ein Text nach dem anderen. It's interesting here, the study of the sanctuary involved Exodus and Leviticus. Interessant, dass das Heiligtum hier studiert worden ist im Licht von 2. Mose und 3. Mose. Because the earthly sanctuary is a copy of the heavenly. Weil ja das irdische Heiligtum eine Kopie des himmlischen Heiligtums ist. Then the study of Daniel. Dann haben sie Daniel studiert. Because Daniel says that the sanctuary is going to be cleansed at the end of time. Weil ja Daniel sagt, dass am Ende der Zeit, zur Zeit des Endes, das Heiligtum gereinigt werden soll. Then the book of Hebrews. Dann das Buch Hebräer. The book of Hebrews is the most Christological book in the New Testament dealing with Christ's ministry in heaven. Es ist das Buch, das von allen anderen im Neuen Testament sich am meisten mit der Christologie, dem Dienst von Jesus im himmlischen Heiligtum beschäftigt. And then the book of Revelation. Und dann das Buch Offenbarung. What do we see there? Was sehen wir dort? We see Jesus in the holy place. Wir sehen Jesus im Heiligen. We see the altar. Wir sehen den Altar. We see the holy place, the most holy place. Wir sehen auch das Allerheiligste. And so in other words, what Moses taught, also was Mose gelehrt hat, the book of Revelation shows what is in heaven. So zeigt das Buch Offenbarung, was im Himmel ist. The book of Hebrews tells what Jesus is doing there. Das Buch Hebräer sagt uns, was Jesus dort tut. And that there is a cleansing. Dass es eine Reinigung ist. And the book of Daniel tells us the time of the cleansing. Und das Buch Daniel sagt uns, wann das sein wird, der Zeitpunkt für diese Reinigung. You can see here how beautiful
All those pieces work together. Ihr könnt sehen, wie wunderbar all die verschiedenen Teile zusammenwirken. And why are some Adventists confused about it? Und obwohl einige Adventisten verwirrt darüber waren? And why they don't have even faith in our interpretation? Und you mean today? Ja. Yeah. Ah, und obwohl einige heute verwirrt darüber sind und das nicht mehr so ganz glauben wollen? Because they look to the other churches. Weil sie sich auf die anderen Kirchen konzentrieren? Why did they not understand it? Und sie fragen sich, warum verstehen die das denn nicht? What did the other churches do? Was haben die anderen Kirchen getan? They rejected Adventism. Sie haben den Adventismus abgelehnt. They rejected the coming of Christ in a special way. Sie haben diesen Dienst Jesu im himmlischen Heiligtum abgelehnt. And they never studied the sanctuary as close as we did. Und sie haben niemals das Heiligtum so intensiv studiert. Because either the Bible is true, denn entweder ist die Bibel wahr, or it is a fable. Oder sie ist ein Märchenbuch. We need to find out what it is. Wir müssen das herausfinden, was es ist. And so we discover the truth now about Christ's ministry in type and antitype. Jetzt haben wir also diese Wahrheit entdeckt von Christi Dienst im Typus und Antitypus. And so if you as an Adventist are looking at all the scholarly material produced by all the other churches, wenn man jetzt als Adventist sich die ganzen gelehrten Artikel, die theologischen Artikel anderer Kirchen anschaut, you will not find what we believe. Da wird man nicht das finden, was wir glauben. Because they are in darkness and they rejected prophecy. Weil sie die Prophezeiungen abgelehnt haben und sich so in die Finsternis bewegten. But the Lord has always a remnant. Aber der Herr hat immer eine Gemeinde der Übrigen. And here in this article you find the explanation. Und in diesem Artikel findet man eine Erklärung. The sanctuary of Daniel 14 is the heavenly sanctuary. Das Heiligtum in Daniel 8, Vers 14 ist das himmlische Heiligtum. Not Antiochus Epiphanes and the temple. Es geht nicht um den Tempel, den Antiochus der Vierte Epiphanes entweitert. So what does it do? Was hat das jetzt hier uns zu sagen? Here is the cross of Christ is the center of prophecy. Dadurch ist das Kreuz Christi das Zentrum der Prophetie. In a prophetic period after the cross, the Old Testament prophetic symbols must be interpreted in the light of the New Testament covenant. In einer Zeitperiode nach dem Kreuz müssen die prophetischen Symbole des Alten Testaments im Licht des Neuen Testaments, des Neuen Bundes, gedeutet werden. Now this is a very important concept. Das ist ein sehr wichtiges Konzept. And so the cross of Christ. So ist das Kreuz von Christus. Is the center of prophecy. Das Zentrum der Prophetie. And so here we see then the cross of Christ, we see the timeline and hier, we see on the one side the prophetic concepts in the Old Testament era. Hier sehen wir also das Kreuz Christi und wir sehen all die Konzepte vor dem Kreuz im Alten Testament buchstäblich. You see then that the prophetic concept in the Old Testament are literal and geographical. Wir sehen dort, dass die prophetischen Konzepte im Alten Testament buchstäblich und geografisch lokal begrenzt sind. So in the Old Testament. Im Alten Testament? What is God's people? Wer ist dort Gottes Volk? What does it say? Was heißt es? Literal Israel. Das tatsächliche, buchstäbliche Israel. Location. Was ist der Ort? Where is Israel? Wo ist Israel? Palestine. In Palästina. What is the worst enemy in the Old Testament? Wer ist der Todfeind im Alten Testament? Little Babylon. Das buchstäbliche Babylon. And what is its sanctuary? Und was ist das Heiligtum dort? What is it? Was ist es? Earthly sanctuary. Das irdische Heiligtum. Now we go to the prophetic concepts in the New Testament. Wenn wir uns jetzt in das Neue Testament bewegen und dort die prophetischen Konzepte anschauen. So if we have prophecies that deal way in the time of the end. Also mit Prophezeiungen, die mit der Zeit des Endes zu tun haben. They have spiritual universal meaning. Dann hatten diese Konzepte eine geistliche, weltweite, universale Bedeutung. In the New Testament, God's people, what is it? Im Volk Gott, im Neuen Testament, was ist Gottes Volk dort? Spiritual Israel. Ist das geistliche Israel. Where is the location? Where does spiritual Israel live? Wo lebt das geistliche Israel? Throughout the world. Überall, weltweit. What is the worst enemy? Was ist der schlimmste Feind, der Todfeind vom geistlichen Israel? Spiritual Babylon. Das geistliche Babylon.
The book of Babylon, the book of Revelation is full of it. Das Buch Offenbarung ist ja angefüllt mit dem geistlichen Babylon. And where is the sanctuary of the new covenant? Und wo ist das Heiligtum des neuen Bundes? In heaven. Im Himmel. Now if you understand this, wenn man das versteht, then you can solve the disappointment. Dann kann man die Enttäuschung lösen. Christ is the center of the sanctuary. Christus ist das Zentrum des Heiligtums. The cross-centered view of the cleansing of the sanctuary at the end of the 2300 days. Also wir sehen jetzt eine kreuzzentrierte Sichtweise von der Reinigung des Heiligtums und das Ende der 2300 Jahre. What is the new covenant sanctuary? Was ist das Heiligtum des neuen Bundes? What does Hebrews 8:2 tell us? Was sagt uns Hebräer 8 Vers 2? Das heißt es, Christus ist ein Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Now when does the cleansing take place? Wann findet die Reinigung dieses Heiligtums statt? The book of Hebrews doesn't tell you that. Das Buch Hebräer sagt uns das nicht. But aber in Daniel 8:17. Aber in Daniel 8 Vers 17 you find that the vision is for the time of the end. Da wird uns gesagt, dass das Gesicht sich für die Zeit des Endes auf die Zeit des Endes bezieht. So what is the sanctuary in the time of the end? Also was ist das Heiligtum in der Zeit des Endes? In heaven. Es muss das himmlische Heiligtum sein. So therefore Daniel 8:14 must focus on the heavenly sanctuary. Deswegen muss Daniel 8 Vers 14 sich auf das himmlische Heiligtum beziehen. So don't think that you can find this light in any other church in the world. Und diese Erkenntnis kann man in keiner anderen Kirche finden. Because the Advent movement was rejected. Weil die Adventbewegung als Ganze the abgelehnt wurde. Advent way of interpretation of prophecy is rejected. Die Art und Weise, Prophetie auszulegen, ist abgelehnt worden. So the historicist view of prophecy was thrown out. Somit ist die historizistische Prophetieauslegung damals aus dem Fenster geworfen worden. And all the churches became victim of Catholicism. Und so wurden diese Kirchen letztlich Opfer des Katholizismus. They produce two counter-interpretations. Es sind zwei neuartige Interpretationen stattdessen erfunden worden. Preterism, der Präterismus, that the prophecy was only for the past, dass Prophezeiung sich nur auf die Vergangenheit bezieht. Futurism, Futurismus, prophecy is only for the future, dass Prophezeiung sich nur auf die Zukunft beziehen. And the attention was away from the papacy. Und, away from the Pope. Und die Intention dahinter war, dass man möglichst die Aufmerksamkeit vom Papst weglenkt. And that was developed by the Jesuits. Diese beiden Theorien sind ja übrigens von den Jesuiten entwickelt worden. And no wonder that Protestants and Catholics come closer and closer together. Und es ist deswegen kein Wunder, dass heute die Protestanten und die Katholiken immer näher und näher rücken. And the only thing that can help them to understand the truth is our view of prophecy. Und das einzige, was ihnen helfen könnte, die Wahrheit zu verstehen, ist diese ursprüngliche wahre Sicht der Prophetie, wie wir sie noch haben. So the remnant continue to have the light. So haben also die übrigen immer noch das Licht. Now here according to Hebrews 8 verse 5 and Exodus 25 verse 40. Hier sehen wir Hebräer 8 Vers 5 und 2. Mose 25 40. The earthly sanctuary is a copy of the heavenly. Das irdische Heiligtum ist eine Kopie des himmlischen. And the two places of the earthly sanctuary represent the two places of the heavenly sanctuary. Und die zwei Abteilungen des irdischen Heiligtums repräsentieren die zwei Abteilungen des himmlischen Heiligtums. That's what the Bible says. So sagt es die Bibel. It's a copy. Es ist eine Kopie, ein Abbild. And so Advent has discovered now what the meaning is of those two phases. Und Adventisten entdecken jetzt, was die Bedeutung ist dieser beiden Phasen. Now in the book of Hebrews, im Buch Hebräer, it mentions the sanctuary and not the holy or the most holy place. Im Hebräerbrief wird das Wort Heiligtum verwendet und nicht Heiliges oder Allerheiligstes. And here in Hebrews 8 verse 2 the word sanctuary in the Greek is tahagia. In Hebräer 8 Vers 2 finden wir das Wort Heiligtum im Griechischen steht dort tahagia. It literally means holy places. Es bedeutet einfach heilige Orte, Heiliges. And how did our pioneers come to that insight? Und wie sind unsere Pioniere auf diese Erkenntnis gekommen? Because 10 years before the disappointment, the Lord impressed a scholar McKnight to give a literal translation of the book of Hebrews.
Weil nämlich 10 Jahre vor der großen Enttäuschung Gott einen Gelehrten beeindruckte, mal eine ganz wörtliche Übersetzung vom Hebräerbrief zu machen. Sein Name war McKnight. And every time when the sanctuary is there, it's the holy places, the holy places. Und jedes Mal, wenn das Tahagia da kam, hat er übersetzt heilige Orte, also Heiligtum. And that word is being used in Hebrews 9, 8, 12, 24, 25, 10, 19, 13, 11. Also das Wort wird auch verwendet in Hebräer 9, Vers 8, Vers 12, Vers 24, Vers 25, Kapitel 10, Vers 19 und Kapitel 13, Vers 11. It's all the time. Jesus is in the holy places. Und da geht es immer darum, dass Jesus die heiligen Stätten, die heiligen Orte, das Heiligtum als Ganzes sozusagen betreten hat. And if there are two places, what is Jesus doing? Und wenn es dort zwei Orte gab, was hat Jesus dann getan? And then you have to look to the book of Exodus and Leviticus to see the meaning of what the priest had to do. Und wenn man diese Bedeutung erkennen muss, muss man jetzt sich 2. Mose und 3. Mose anschauen, um zu sehen, was der Priester dort im Einzelnen tun musste. And so here then, the heavenly sanctuary must also be cleansed. Wir sehen also, das himmlische Heiligtum muss auch gereinigt werden. Hebrews 9, 23. In Hebräer 9, Vers 23 heißt es, es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge durch das Blut der Opfertiere gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst, also das himmlische Heiligtum, aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Is there anything impure in heaven? Gibt es irgendetwas Unreines im Himmel? Oh, some of us says no, no, no. Einige von uns sagen nein, 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 nein. But you have a whole record of all our sins. Aber dort im himmlischen Heiligtum gibt es ja den Bericht aller unserer Sünden. And the Lord doesn't want to have those records of sins forever and ever and ever with us. Und der Herr möchte diesen Bericht nicht für immer bei sich haben. Just a part of the cleansing. Das ist ein Teil dieser Reinigung. Day of Atonement. Der Tag der Versöhnung. And so the antitypical Day of Atonement began now in 1844. Und so begann dieser große antitypische Versöhnungstag im Jahre 1844. And so here then the cleansing takes place before the second advent. Die Reinigung muss vor der Wiederkunft stattfinden. Es heißt, nachdem der Hohepriester Aaron das Heiligtum gereinigt hat, trat er heraus und segnete das Volk. So wird auch Christus, unser Hohepriester, nach der Reinigung des himmlischen Heiligtums heraustreten, um auf die Erde zu kommen und sein Volk zu segnen. And so here then in Hebrews 8, verse 5, Hebräer 8, Vers 5, there is the priestly ministry in the two places of the earthly sanctuary. Da gibt es den priesterlichen Dienst mit seinen zwei Abteilungen im irdischen Heiligtum. Represents Christ's ministry in the two places of the heavenly sanctuary. Als Darstellung, als Repräsentation des Dienstes Jesu im himmlischen Heiligtum mit seinen zwei Abteilungen. So phase 1. Erste Phase. In the holy place. Im Heiligen. The daily ministry symbolizes Christ's atoning ministry since 1834. Dieser tägliche Dienst war ein Symbol für den Versöhnungsdienst Jesu seit seiner Himmelfahrt im Jahre 31 nach Christus. Focus is on the forgiveness of sins. Und der Fokus war die Vergebung der Sünden. And so here in the most holy place, dann im Allerheiligsten, it's the day of atonement ministry. Da gibt es den Dienst des großen Versöhnungstages. And that is the ministry of Christ after 1844. Und zwar seit Oktober 1844. And now Christ begins the blotting out of sins for the first one who died, which is Abel. Und so hat Christus damit begonnen, die Sünden auszulöschen von denen, die zuerst gestorben sind. Und in dem Fall also mit Abel begonnen. But there is still forgiveness of sins. Aber es gibt immer noch Vergebung für den Sünder. And when this process is finished, wenn dieser Prozess beendet ist, probation is over. Dann ist die Gnadenzeit vorbei. Everyone on planet Earth has made a decision for or against Jesus. Jeder Mensch auf der Erde wird eine Entscheidung für oder gegen Jesus getroffen haben. And then the time of trouble begins. Und dann beginnt die Zeit der Trübsal. And so what is now how relevant is that understanding? Die Frage ist jetzt, wie relevant, wie wichtig ist dieses Verständnis? We are the only ones that keep to the historical view of prophecy. Wir sind ja die einzigen, die diese historische Sicht der Prophetien beibehalten haben. Because we found a solution to the disappointment. Weil wir eine Lösung für das Problem der Enttäuschung gefunden haben. And so it explains the cleansing of the sanctuary. Hier wird erklärt, was die Reinigung des Heiligtums bedeutet. Christ entered into the most holy place to cleanse it. Christus ist ins Allerheiligste hineingegangen, um es zu reinigen. Secondly,
Zweitens, it deepens our view of Christ's work. Es vertieft auch unser Verständnis von dem, was Jesus für uns tut. Christ's atoning ministry began at the cross. Sein Versöhnungsdienst begann ja am Kreuz. After his ascension to heaven, nach seiner Himmelfahrt, he began his priestly ministry in the holy place. Begann er seinen priesterlichen Dienst im Heiligtum. Forgiveness of sins. Es gab Vergebung für die Sünden. And in 1844 he began the final phase of his atoning ministry, the blotting out of sins. Und 1844 begann er mit der letzten Phase seines Versöhnungsdienstes, der Auslöschung von Sünden. And finally, und schließlich, it provides the most significant signs of the times. Es stellt ein ganz besonderes Zeichen der Zeit dar. The end is near, very near. Das Ende ist nahe, sehr nahe. Because the final judgment has begun. Denn das letzte Gericht hat begonnen. The end type of the Day of Atonement. Der Antitypus des Versöhnungstages. And it involves the cleansing of God's people. Und das beinhaltet auch die Reinigung des Volkes Gottes. And so now it was clear of Daniel 8:14 what its mission was. Jetzt war also von Daniel 8:14 her klar, was dieser Dienst war. And the remnant had now a clear understanding of what Jesus is doing for you and me in the final judgment. Und die Übrigen hatten jetzt ein klares Verständnis von dem, was Jesus für dich und für mich tut in diesem letzten Werk der Reinigung. What about all the other Christians around us? Wie ist das mit den anderen christlichen Kirchen? They have no idea what Christ is doing there. Sie verstehen nicht, was Jesus dort jetzt gerade für sie tut. They have no idea of the heavenly sanctuary really. Sie verstehen das himmlische Heiligtum nicht wirklich. And they are confused about it. Sie sind etwas verwirrt darüber. But the remnant is not confused. Aber die Übrigen sind darüber nicht verwirrt. Unless es sei denn, you believe that the remnant is deceived. Es sei denn, man glaubt, dass die Übrigen diesbezüglich verführt sind. Friends, we stand and fall on this interpretation of Christ's ministry. Liebe Freunde, diese Interpretation von Christi Dienst ist für uns alles oder nichts. Now, Jesus reveals the importance of the final cleansing work. Jesus offenbart uns die Wichtigkeit dieses letzten Versöhnungsdienstes. Some people say, oh yeah, but what Jesus is doing there, so what? You know, what relevance is it for us today? Manche sagen, na ja, was Jesus jetzt da genau im Himmel tut, was hat das jetzt mir persönlich zu sagen heute? Light from the sanctuary reveals defines our mission. Das Verständnis vom Heiligtum bestimmt unsere Mission. There is a vital connection between the cleansing of the heavenly sanctuary and the church. Es gibt eine ganz wichtige Verbindung zwischen der Reinigung des himmlischen Heiligtums und der Gemeinde. Our mission is to prepare people for the second advent. Unsere Mission ist es, Menschen auf die Wiederkunft vorzubereiten. Prepare people to stand in the day of the Lord. Ein Volk vorzubereiten, am Tag des Herrn bestehen zu können. There is a special preparation needed to pass victoriously through the final conflict. Es ist eine ganz spezielle Vorbereitung, die wir nötig haben, damit wir im letzten Konflikt siegreich bestehen können. And so there is a restoration of all truth. Es braucht also eine Wiederherstellung aller Wahrheit, to prepare the remnant for the coming of the Lord. Um die Übrigen auf dieses Kommen des Herrn vorzubereiten. And so here now, Crozier in his article had this insight. Der Crozier hat damals in einem Artikel folgende interessante Einsicht gehabt. While Jesus begins his cleansing work in heaven, er sagte damals schon, dass während Jesus das himmlische Heiligtum reinigt, the Holy Spirit begins a cleansing work among his God's people, the spiritual temple. Ist gleichzeitig der Heilige Geist damit beschäftigt, den geistlichen Tempel, das Volk Gottes, zu reinigen. Es heißt hier, es gibt einen tatsächlichen und einen geistlichen Tempel. Der tatsächliche ist das Heiligtum im neuen Jerusalem, eine tatsächliche Stadt. Und der geistliche ist die Gemeinde, der tatsächliche, besetzt von Jesus Christus und zum König und Priester, der geistliche vom Heiligen Geist. Zwischen diesen beiden gibt es einen perfekten Gleichklang im Handeln. Wie Christus das Heiligtum vorbereitet, so bereitet der Geist das Volk vor. Als er zu seinem Tempel, dem Heiligtum, kam, um es zu reinigen, fing der Geist mit der speziellen Reinigung des Volkes an. So, since 1844, God is cleansing a people. Seit 1844 reinigt
Gott also sein Volk. So the remnant will not become more and more like the other churches. Also werden die übrigen nicht mehr und mehr wie die anderen Kirchen werden. But more unique, revealing Jesus. Aber noch einzigartiger, noch außergewöhnlicher, um Jesus noch mehr zu widerzuspiegeln. Here is a special cleansing before. Is there a special cleansing before the Advent? Hier ist eine ganz besondere Reinigung vor der Wiederkunft. Malachi 3, Vers 1 to 3. In Malachi 3, Vers 1 bis 3. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Siehe, er kommt, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und er wird bestehen bei seinem Erscheinen, denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. And this cleansing had special significance after 1844. Und diese Reinigung hat ganz besondere Bedeutung nach 1844. And if you want to read a deep study of this, you take the book Great Controversy from chapter 17 to 28. Und die Kapitel 17 bis 28 im Buch Vom Schatten zum Licht oder im Großen Kampf in der alten Ausgabe sprechen ganz besonders davon. Ihr könnt das ganz gründlich und tief studieren. And so here then, the need for the preparation for the second coming, the also, last prayer of the Lord. Was ist also die Wichtigkeit, sich auf die Wiederkunft vorzubereiten? Das letzte Gebet der Verlorenen. Revelation 6:17. In Offenbarung 6 und dort ab Vers 16 heißt es: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer vermag zu bestehen? What is our hope for survival? Was ist unsere Hoffnung auf Überleben und auf Rettung in dieser Zeit? The survival even of the remnant. Das Überleben der Übrigen. In Offenbarung 7, Vers 2 lesen wir: Und ich sah einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen. Der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und der rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde noch dem Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. And so, what the Bible says you need to have the seal of the living God. Was also die Bibel sagt, ist, dass wir das Siegel des lebendigen Gottes brauchen. And that is what God offers us. That is what Jesus offers you. Das ist das, was Gott, was Jesus uns heute anbieten möchte. And that will mean some changes in our lifestyle. Und das wird in unserem Lebensstil einige Änderungen bewirken. Not a Laodicean style. Wir werden dann keinen Laodicea-Stil haben. And so, what is it? And the early pioneers saw this very, very clearly. Here you have a statement by the Spirit of Prophecy here. Unsere Pioniere sahen das alles sehr deutlich. Wir haben hier eine kurze Aussage vom Geist der Weissagung. That has to do with the understanding of the sanctuary. Und es geht hier um das Verständnis des Heiligtums. What happened at the end when Christ finishes his ministry in the sanctuary? Was passiert am Ende, wenn Christus seinen Dienst im Heiligtum beendet hat? Ich sah auch, dass viele nicht erkennen, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen hohen Priester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Diejenigen, die das Siegel Gottes, das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal gesichert sind, müssen das Bild Jesu vollkommen wieder strahlen. Ich sah, dass keiner an der Erquickung teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. Wir sollten deshalb immer näher zu dem Herrn kommen und ernstlich suchen, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, dem Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. So, some know this statement and have given up on Adventism. Einige, die diese Aussage kennen, die haben den Adventismus aufgegeben. Or the Spirit of Prophecy. Oder den Geist der Weissagung. But what does she say? Aber was sagt sie? If you see your own deficiencies, what do you have to do? Wenn man seine eigenen Unvollkommenheiten sieht, was muss man tun? Draw nearer and nearer to Jesus. Komm näher, noch näher zu Jesus. This afternoon we will specially deal how we can come nearer and nearer to have a full victory. Heute Nachmittag wollen wir uns anschauen, wie wir näher zu Jesus kommen, um völligen Sieg haben zu dürfen. But if we are still full with pride, selfishness, love of the world, will we be ready for heaven? Aber wenn wir voller Stolz und Selbstsucht und Weltliebe sind, werden wir dann bereit sein für den Himmel? If Jesus is our example,
wenn Jesus unser Beispiel ist, and the more we reflect upon Jesus, und je mehr wir über Jesus nachdenken, the better it will be for us. Desto besser wird es für uns sein. And so here now is an interesting text here. When does Jesus come? Also, hier ist ein interessanter Text. Wann wird Jesus wiederkommen? Acts 3. Apostelgeschichte 3. 19-21. So tut nun Buße und bekehrt euch, damit er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. There will be restoration of all truth. Da wird eine Wiederherstellung aller Wahrheit sein. And this restoration will give us the insight how to be victorious all the time. Und diese Wiederherstellung von Wahrheit wird uns helfen zu verstehen, wie wir immer siegreich sein können. And so the conclusion is, die Schlussfolgerung ist, the second advent takes place when all truth is restored. Alle Wahrheit ist jetzt also wiederhergestellt. Among God's people. Im Volk Gottes. And these truths will cleanse us from apostasy. Diese Wahrheit wird vom Abfall reinigen. And as a result, we will receive the seal of the living God. Als Resultat werden wir das Siegel des lebendigen Gottes erhalten. And here, the restoration of all truth before the end. Die Wiederherstellung der ganzen Wahrheit vor dem Ende. If we are the remnant, wenn wir die Übrigen sind, the all the truth of all the other churches will be a part of us. Dann werden alle Wahrheiten anderer Kirchen auch unsere Wahrheiten sein. And immediately after 1844, those things were restored among God's people. So sind kurz nach 1844 diese Dinge wiederhergestellt worden im Volk Gottes. Restoration of the spirit of prophecy. Der Geist der Weissagung. Christ ministers in his real sanctuary in heaven. Der Dienst von Jesus Christus in einem wirklich tatsächlichen Heiligtum. The seventh-day Sabbath is to be kept holy. Der siebte Tag Sabbat, der heilig gehalten werden soll. Not simply kept, but kept holy. Nicht einfach nur gehalten, sondern heilig gehalten soll. Human beings do not have immortal souls. Dass Menschen keine unsterbliche Seele haben. The wicked will not burn forever. Dass Böse nicht im Feuer brennen werden. Millennial reign. Nicht immer brennen werden. Millennial reign of Christ in this, with the saints in heaven. Der die tausendjährige Regierungszeit Jesu mit den Heiligen im Himmel. Baptism by immersion, Taufe durch Untertauchen, not sprinkling or pouring, nicht durch Besprengen oder Begießen, food washing, Fußwaschung, a part of Lord's Supper, als Teil des Abendmahls, tithe and offering, Zehnten und Gaben, new style, a New Testament lifestyle of honest simplicity without adornment. Ja, also ein neutestamentlicher Lebensstil, der einfach ist, ohne Schmuck, simplicity in dress. Without jewelry or colorful cosmetics. Ja. Einfachheit in der Kleidung ohne Juwelen oder großes auffälliges Make-up. Temperance, abstain from health-destroying practices. Mäßigkeit, Verzicht auf gesundheitsschädigende Handlungen. All those things you can find in some churches around us. All das kann man in anderen Kirchen finden. But the remnant, aber die Übrigen, will have it all. Werden alles davon kann man in einigen Kirchen irgendwo finden, aber die Übrigen werden alles davon haben. You believe that? Glaubt ihr das? That's what took place in history. Das ist, was in der Geschichte stattfand. Do we still believe those things? Glauben wir diese Dinge immer noch? Is our lifestyle now more like Jesus than anything else? Ist unser Lebensstil mehr wie der von Jesus als irgendetwas anderes? And then here are the new truths. Hier sind die neuen Wahrheiten. And that is what you find in the new translation, the new book on the ground, you know, that I wrote. Ja, und das findet ihr alles auch in dem neuen Buch, das ich geschrieben habe. Is now in German. Das jetzt im Deutschen auch übersetzt vorhanden ist. The nature of Christ coming as the bridegroom. Die Natur des Kommens Jesu als Bräutigam, Jahre 1844. The nature of Christ, high priestly ministry. Sein Dienst ab 1844. Cleansing of the sanctuary in God's people has begun. Die Reinigung des Heiligtums hat begonnen. The final judgment has begun. Das Endgericht hat begonnen. Proper Sabbath observance. Die richtige Sabbathaltung. Links to the seal of the living God. Die mit dem Siegel des lebendigen Gottes verbunden ist. The three angels' messages, God's last message of mercy. Die dreifache Engelsbotschaft als die letzte Gnadenbotschaft Gottes. Health reform is a vital part of present truth. Die Gesundheitsbotschaft als wichtiger Teil der Wahrheit. Seventh-day Adventists are the remnant church of prophecy. Die Siebentags-Adventisten als Gemeinde der Übrigen. And the faith of Jesus is the secret to a victorious life. Und der Glaube Jesu als das Geheimnis für ein siegreiches Leben. And so the basis now of that work in Christ here. Is his sacrifice on the cross. Die Grundlage des Versöhnungsdienstes ist sein Opfer am Kreuz. And that insight of atonement
gave us insight of what Christ is doing in heaven for us. Und dieses Verständnis seiner Versöhnung dort am Kreuz half uns, seine Versöhnung im Himmel zu verstehen. So what was now one of the major blessings of the great disappointment in 1844? Was war jetzt also dieser große Segen der Enttäuschung? A flood of light. Es gab eine große Erkenntnis, eine wahre Flut an Licht. On Christ's work as our priest and judge. Über Jesus als unseren Priester und unseren Richter. And that he is cleansing a people to be ready for him. Dass er ein Volk reinigt, vorbereitet zu sein für ihn. Isn't it a marvelous blessing that Jesus has given us? Ist es nicht ein großer Segen, den Jesus uns gegeben hat? May no one here in this audience ever doubt about the significance of Christ's work in heaven. Möge niemand von uns jemals daran zweifeln, dass der Dienst von Jesus im Heiligtum eine große Bedeutung hat. Christians around us are confused. Viele Christen sind verwirrt. But God has people in Babylon. Aber Gott hat sein Volk überall in Babylon. And they are just waiting for you. Und sie warten nur auf dich. To share. Dass du es mit ihnen teilst. And he is looking for people that as a result of revival are willing to work for him. Und er sucht nach Menschen, die aufgrund einer Erweckung bereit sind, für ihn zu arbeiten. Are you willing to commit yourself fully to the Lord? Bist du bereit, dich ganz dem Herrn hinzugeben? And to accept his last message of mercy. Dass du seine letzte Botschaft der Gnade akzeptierst. May I see hands? Darf ich eure Hände sehen? Praise the Lord. Preist den Herrn. Let us pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for this insight that you have given us about Jesus, our great friend and savior. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für die wunderbare Einsicht, die du uns gegeben hast über Jesus, unseren großen Erlöser und Freund. That as a result of a disappointment, we got a flood of new light about Jesus. Dass wir aufgrund dieser Enttäuschung eine Flut an Licht über Jesus erhalten haben. And may we cherish this. Mögen wir es wirklich wertschätzen. And help us to share it with others. Und hilf uns, es auch mit anderen zu teilen. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Beten wir. Amen.